Ich bin zurück und komme direkt mit den neuesten Produkten aus der Drogerie für euch. Die nächste Limited Edition ist da. Es ist nicht meine, aber die ist trotzdem ziemlich cool. Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video. Ich bin vor 12 Stunden gelandet, aber ihr kennt mich. Es vergeht keine Woche, in der ich nicht schnellstmöglich in die Drogerie komme. Und da heute schon, also wenn ich das Video drehe, Mittwoch ist, bin ich schon 2 Tage im Verzug. Und seht da, ich habe was gefunden. Und zwar hat Rivaldeloup die neue Coral Summer LE rausgebracht. Und die sieht ziemlich cool aus. Und ich glaube, dass der hier für viele von euch ziemlich spannend sein könnte. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich hoffe, ihr seid richtig in Sommerstimmung. Die Videos sind natürlich im Moment nicht ganz so spannend wie Fußballspiele. Deswegen probiere ich mit Limited Editions wieder ein bisschen aufzuholen. Und heute haben wir wieder ein paar Produkte. Einige Produkte kennen wir, glaube ich, schon. Einige sind neu. Einige, die habe ich noch nicht ganz verstanden. Aber wir schauen mal, was das Ganze kann. Und ich freue mich, dass ihr mit dabei seid. Mir geht es sehr, sehr gut. Ich bin echt ein bisschen erholt. Ich habe zwar keinen Urlaub in Mallorca gemacht oder auf Mallorca gemacht, aber ich bin trotzdem ein bisschen erholt. Was so ein bisschen Sommer, Sonne und Meer ausmacht. Wir starten direkt mit dem ersten Produkt und das ist das hier. Das kennen wir schon, glaube ich. Das ist eine Skin Adapting Foundation. Ich lese im Moment vermehrt Informationen und Nachrichten, dass angeblich die Hyaluron Foundation aus dem Sortiment entgeht. Ich weiß selber noch nichts. Ich frage mal nach. Wenn ich was höre dazu, schreibe ich es euch hier hin. Je nachdem, was ich da euch jetzt hinschreibe, ist meine Reaktion traurig oder glücklich. Rivaldeloup Skin Adapting Foundation ist mehr als nur ein Make-up. Die innovative Formel mit Lichtschutzfaktor 30 und perfektem Skin-like-Finish verschmilzt regelrecht mit der Haut. Die Skin Adapting Foundation schenkt der Haut einen gesunden, aussehenden Glow und sorgt für einen natürlich strahlenden Teint. Ist vegan, 17 ml sind hier mit drin. Ich glaube, sowas gab es schon mal oder das ist vielleicht eine neue Formulierung. Das müssen wir jetzt mal ausprobieren. Eine Farbe ist natürlich dünn, wenn dünn das richtige Wort dafür ist. Aber ich sehe hier in der Verpackung so ein paar Schimmerpartikel mit drin. Sie ist nicht parfümiert, sie fühlt sich sehr weich an. Vielleicht passt sie sich ja doch so ein bisschen dem Hautton an. Ich habe natürlich jetzt einen kleinen Tan bekommen. Deswegen probiere ich jetzt erstmal nur in einer Dünnschicht zu arbeiten. Im Moment arbeite ich wirklich gerne mit kleinen Pinseln und baue mir das Pigment oder das Produkt in dem Fall auf. Okay, also ich sehe sofort den Glow da drin. Das sind so goldene Schimmerpartikel, glaube ich. Oder? Das kann ich jetzt nicht bestätigen. Wartet mal, ich trage es mal auf. Ich muss aber dazu sagen, sie passt sich an. Die Deckkraft ist natürlich nicht so groß und dadurch passt es natürlich ganz gut. Also hat einen Glow, ich nehme die Schimmerpartikel jetzt nochmal zurück, dass man sie sieht. Auf der Hand sehe ich sie jetzt aber auf jeden Fall nicht. Deckkraft würde ich sagen, ist gut, also reicht für mich im Moment völlig aus. Und die Haut sieht so ein bisschen ausgeglichen aus. Ne? Wir bauen das mal auf. Also First Impression gefällt mir gut. Die Deckkraft ist wirklich ausreichend. Ich vermute, man kann sie auch gut mit einem Pinsel mit auftragen. Eine Farbe ist wirklich dünn. Also was heißt dünn? Dünn ist ein untertriebenes Wort. Wir kennen das Spiel aber mittlerweile. Oft ist es so, dass die Produkte aus den LEs ja dann auch irgendwann ein Standardsortiment kommen, je nachdem, wie sie angenommen werden, je nachdem, wie das Feedback dazu ist. Sie lässt sich gut auftragen. Und hinterlässt ein sehr natürliches Finish, würde ich sagen. Ich würde sie so ein bisschen als Sommerfoundation bezeichnen. Sie erinnert mich, ehrlich gesagt, gerade so, wenn ich sie jetzt ein bisschen auftrage, ein bisschen an die neue Fenty Foundation. Mhm. So vom Finish her, das ist nicht glowy, aber das ist auch nicht matt. Das ist so ein Semi-Matt, würde ich sagen. Und diese neue Soft Lit Luminous Foundation von Fenty sieht, ehrlich gesagt, genauso aus. Performance kann ich jetzt natürlich noch nicht beurteilen, aber es sieht erstmal gut aus. Und jetzt wird spannend, denn wir haben das hier schon mal. Das ist ein Coral Fixing and Blur Spray. Augen entfernen. Augen schließen, Poren soll das minimieren, soll mattieren und so ein bisschen fixieren. Hätten wir auch als Primer benutzen können. Ich gehe jetzt aber mal rüber. Oh, wow. Huh, es riecht gut. Jetzt ist der Duft auch schon wieder weg. Es riecht so ein bisschen nach Moschus, wenn ich ehrlich bin, aber lecker. So ein bisschen holziger, würziger. Ich mag den Geruch ganz gerne. Wir lassen es mal kurz ein bisschen einziehen und schauen mal, ob wir irgendwas sehen. Ansonsten, so ein Fixing Spray ist natürlich immer wichtig. Ich lese eure Nachrichten auch, dass wir mein Fixing Spray aus der letzten AE wieder haben wollen. Freunde, ich bin dran. Ich gebe mein Bestes. Ich gebe nicht auf. Wir kriegen das irgendwie hin. Wir lassen das Ganze einmal einziehen und hüpfen einmal kurz weiter, denn wir haben die Shimmer Highlighter Cream. Die Verpackung, die kennen wir jetzt, die ist aber ein bisschen größer. Hier sind 12 ml mit drin. Wir drehen es einmal auf und da kommt auch schon das Produkt raus. Also das ist ein Highlighter, sehr reflektierend. Den setze ich mir jetzt mal hier so ein bisschen rauf. Ich bin ja nicht, gut, das wisst ihr, ich bin nicht so die größte Liquid Highlighter Maus, was... Also so übers Make-up, unter Make-up, nice. Über Make-up, ja,
Ich sehe da jetzt, bin immer ehrlich mit euch, aber ich würde sagen, der ist genauso wie der von Rival Loves Me. Aber er lässt sich gut auftragen, man kann damit natürlich so ein paar kleine Highlights setzen. Ich war ja in Mallorca, um ein Make-up zu machen für jemanden, also ich habe jemanden geschminkt und habe viel mit Cremeprodukten gearbeitet. Und da sind diese Sticks natürlich immer gut, weil du einfach recht kompakt gutes Produkt mit dabei hast für einen Urlaub oder so. Es ist nicht so schwer, die Verpackung. Da funktioniert das immer ganz gut. Base sieht aber gut aus. Aber jetzt bin ich so ein bisschen überfordert, denn wir haben, es ist eine Shimmer-EE, ne? Ganz klar. Es ist ein bisschen Korall, es ist ein bisschen shimmery. Und die vor allen Dingen ist extrem spannend. Das ist die Allrounder-Palette. Sowas habe ich, glaube ich, noch nicht gesehen in der Drogerie. Die erinnert mich so ein bisschen an so eine kennt ihr, oh Gott, wie heißen die? Floraces oder so Palette. Das ist ja so ein bisschen, ich glaube, es ist eine chinesische Brand, die sehr schöne Pressings macht. Und ich glaube, ihr könnt es auch hier erkennen. Wir haben so ein florales Blumenmuster mit verschiedenen Farben. Eine Lidschattenpalette gab es nicht, deswegen probieren wir einfach diese hier jetzt mal so ein bisschen als Lidschattenpalette zu benutzen und geben uns die Farben einfach mal aufs Auge. Ich mische, komm, guck mal, wir mischen das jetzt einfach mal für so ein, oh, das ist schön. Ich muss dazu sagen, das erinnert mich so ein bisschen an diese, ich glaube Givenchy hat viele solche Produkte. Die ist recht fest gepresst bei mir, dass es nicht so viel staubt, aber für so einen leichten sommerlichen Touch an Farbe reicht das völlig aus. Warte mal, guck mal, du musst da schon ein bisschen drücken und dann kriegst du die Farbe raus. Dafür eignet die sich aber umso besser als Multipalette. Man darf immer nicht vergessen, so eine Palette, je nachdem wie sie gepresst ist, hat sie eine andere Performance. Bei Lidschatten zum Beispiel bin ich immer gar nicht so traurig, wenn die ein bisschen lockerer gepresst sind, weil du einfach ein ganz anderes Pigment hinkriegst und dadurch dann auch auf dem Auge einen besseren Blend hinkriegst. Bei so einer Face-Palette finde ich das auch mal ganz spannend. Wir mischen jetzt mal so ein bisschen hier die Farben einfach zusammen und tragen uns das hier peripher ins Gesicht und haben so ein, wie so ein shimmery, wisst ihr, woran mich das erinnert? An so ein Terracotta-Produkt. Ich glaube, Guerlain ist das, ne? Schaut mal, es ist ein ganz seidiger Schimmer. Du kriegst kaum, was ist kaum? Du kriegst nur wenig Produkt raus, dass es nicht zu viel ist und kannst dann hier so ein bisschen rübergehen. Hier wird es sehr schön aussehen, auf den Beinen. Oh, das mag ich gerne. Hätte ich gerade ehrlich gesagt nicht, ach, ich habe Katzenhaare an der Nase. Hätte ich gerade ehrlich gesagt nicht gedacht. Ich dachte, dass sie ein bisschen zu lasch ist. Mit dem Ton kann ich mich hier noch so einen kleinen Lichtpunkt setzen. Du kriegst genau die Menge raus, die du brauchst, um so ein kleines Highlight zu setzen. Was ich dann immer mache, ist, wenn ich schon so viel Schimmer habe, ich nehme einfach hier von Max Factor das Compact und gebe mir das an die Stellen, die ich nicht schimmerig haben will. Unter den Augen, hier um die Nase und kann dann hier immer noch so ein bisschen sauber machen und das Gesicht wieder so ein bisschen an den Stellen mattieren, wo ich es nicht matt haben, wo ich es nicht schimmernd haben möchte. Ich möchte natürlich den Schimmer eher außen haben und jetzt seht ihr auch diesen bronzigen Effekt hier, ne? Das gefällt mir sehr, sehr gut. Was so ein leichter Tan im Gesicht ausmacht, ne? Also es fühlt sich sehr gut an, aber auch, ich muss dazu sagen, ich habe mein Make-up ja vorher nicht fixiert. Durch dieses Fixing Spray war es auch nicht mehr so glowy. Also das hat schon gut mattiert. Es gibt aber noch zwei weitere Produkte. Das ist bis jetzt mein absoluter Favorit, weil die ist ganz, ganz besonders. Kannst du als Blush benutzen, ist auch so ein bisschen Duochrome, so ein bisschen Rosé, ein bisschen Blaues mit drin, verschiedene Schimmerebenen. Sehr, 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 sehr spannend, einfach für so ein All-Over-Glow, vielleicht mal auf dem Dekolleté oder so. Die könnt ihr euch auf jeden Fall mal anschauen. Das fand ich aber ganz spannend, das habe ich bei Instagram gesehen. Den Coral Summer Blush, hochpigmentierte Blush-Textur, verleiht einen tollen, frischen Look. Die warme Farbnuance passt zu jedem Teint und wird ganz natürlich wie von der Sonne geküsst. So sieht er aus. Sieht ein bisschen, kommt in der Verpackung wie der Tropical Bronzer, glaube ich. Riecht nicht so und der ist sehr, sehr schimmernd. Peach. Ja, wisst ihr, wie der aussieht? Das habe ich mir immer gewünscht hier. Die Farbe Günstmaus aus meiner Catrice-Palette. Fast 1:1. Günstmaus hat ein bisschen mehr Gold mit drin. Ich glaube, da könnt ihr es ganz gut sehen. Günstmaus ist der obere. Hat ein bisschen mehr Gold mit drin. Aber wenn ihr die Farbe Günstmaus aus dieser Palette mochtet, haben wir jetzt hier den passenden Blush dazu. Ich gehe jetzt mal mit rein. Ich hoffe, dass es nicht zu schimmernd ist. Deswegen arbeite ich erstmal in die Hand und bleibe auch hier. Oh, schon schimmernd. Oh, schon sehr schimmernd. Ich gehe mittlerweile mit so schimmrigen Tönen gerne hier mehr ans Auge. Ja, ich sehe die Kommentare. Maxim, du siehst aus wie eine Disco-Kugel. I know. Aber ich probiere die Produkte euch natürlich alle auch immer gemeinsam zu zeigen in einem Video. Ich könnte jetzt auch nur heute den einen Blush auf am anderen Tag diese Palette nehmen. Das sind jetzt alle Produkte gemeinsam. Also lasst euch davon immer bitte nicht so beeindrucken oder einschüchtern in dem Sinne sogar. Es ist natürlich sehr, sehr viel. Ich glaube, dass man den sehr, sehr gut als Lidschatten benutzen kann. Dafür finde ich ihn, glaube ich, sogar fast noch besser. Als Blush ist er mir auch jetzt in der Kombination
oder war wahrscheinlich auch unabhängig von der Kombination, ein bisschen zu doll schimmernd. Oder du gibst ihn halt nur wirklich punktuell mit auf. Highlighter, wir haben die Shimmer Foundation, wir haben die Shimmer Palette, wir haben das. Das ist sehr, sehr viel Shimmer. Ich glaube, wenn man das so ein bisschen differenziert trägt, ist das Ganze auch nicht ganz so doll. Ansonsten ist eine wunderschöne Farbe. Ne? Die schreit Sommer, die gibt mir so Sommer-Vibes. Und wenn du, ich weiß, dass viele tagsüber nicht so viel Lust haben auf Make-up oder nicht so ein aufdringliches Make-up haben wollen. So ein Ton, einfach hier ein bisschen aufs Lid, dann hast du so einen ganz kleinen Farbpunkt. Und die meisten Leute, wenn man sich mit denen unterhält, schauen einem in die Augen. Und wenn die dann so einen Hauch, so ein bisschen Farbe sehen, ist das Ganze natürlich immer noch ein bisschen spannender. Mag ich aber dennoch sehr, sehr gerne. Und hier werden sich viele, glaube ich, freuen. Denn das ist etwas, sowas liebe ich in Limited Editions. Immer in verschiedenen Designs, immer in verschiedenen Geschmacks- und Farbrichtungen. Den Coral Summer Juicy Lip Oil oder das Juicy Lip Oil. Voller Glanz, für volle Lippen, angenehmes Tragegefühl, hinterlässt die Lippen samtig weich. Der ultimative Juicy Look kommt mit einem uns sehr bekannten, sehr beliebten, sehr, sehr großen Füßchen. Ich rieche nichts. Oh, das finde ich, ich glaube, ich finde das gut, dass es mal nicht riecht. Auch nur so ein Hauch, ne? Das seht ihr. Das gibt dir jetzt nicht dieses Klebrige, sondern nur ganz, ganz bisschen der Zurückhalter. Ich weiß gerade nicht, wie es heißt. Also dieser Abstreifbums, der streift genug ab, dass du halt nicht zu viel Produkt auf den Lippen hast. Bisschen was. Ich liebe Lippenöle. Die sind einfach immer schön. So ein ganz kleines bisschen Farbe kommt natürlich auch mit raus. Das wird auf den Lippen nicht untergehen, aber so die eigene Lippenfarbe so ein bisschen betonen. Fühlt sich sehr spannend an. Ist nicht klebrig. Das ist der Vorteil nämlich von diesen Lippenölen. Die sind in der Basis nochmal ein bisschen anders, sodass du hier einfach ein viel, viel weicheres Gefühl hast, was nicht klebt. Wenn ihr kein Lipgloss mögt, aber das Finish von Lipgloss haben wollt, sind Lippenöle immer die richtigen. Und zum Abschluss gerne nochmal, das riecht so krass. Es riecht sehr männlich in Anführungszeichen, aber sehe ich aus wie so eine kleine, ich wollte gerade sagen, ich sehe ein bisschen aus wie eine Koralle, aber ich fühle mich gerade wie Nemo. Glowy, ein bisschen orange, gibt mir wirklich Sommergefühle. Also ich glaube, die Foundation, da kann ich jetzt natürlich kein Update zugeben. Ne? First Impression, gut, wie sie hält, weiß ich noch nicht. Mein Favorit ist, glaube ich, immer noch das hier, weil man damit so viel machen kann. Du hast hier alles mit drin. Die ist ganz, also du musst wirklich ein bisschen reiben. Habe ich ja eben schon tausendmal gesagt. Und dann hast du so einen perfekten Glow, den du auf den Augen, auf den Wangen, auf deinem Körper tragen kannst. Wirklich eine Allrounder-Palette. Habe ich so noch nicht gesehen. Gefällt mir gut. Die Farben harmonieren auch sehr, sehr gut miteinander. Das ist halt nicht so random wie blau und grün und dann, weiß ich nicht, neon-orange, sondern sehr harmonisch. Lippenöl, super, war, würde ich sagen, ziemlich, ziemlich spannende Kollektion. Ich bin sehr gespannt, wie euch diese Kollektion gefallen hat. Und schreibt mir bitte einmal in die Kommentare, wenn ihr die Chance hättet, ein Produkt aus meinen Kollektionen zurückzuholen, welches wäre das? Ich bin gespannt, was ihr sagt. Bis zum nächsten Mal.